Hey Leute, es war lange von mir nichts zu hören. Ich melde mich heute mal mit dem Video zurück, was mir sehr am Herzen liegt, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das ist als kleiner Junge. Man will Profiboxer werden oder Profi-MMA-Kämpfer, was auch immer. Und das ist ein Traum und man macht alles dafür. Und im Endeffekt klappt es nicht. Ich will euch mal vier Sachen sagen, die das Ganze beschleunigen kann und wie es auch wirklich funktioniert. Außer es gibt natürlich Leute, da wird es nie was. Das ist dann halt genetisch so und da kann man nichts dagegen machen. Aber wenn man wirklich, sage ich mal, die das Zeug dazu hat und es an anderen Sachen liegt, ist es halt doof. Also ich fange jetzt erstmal an mit der ersten Sache. Wenn ihr in irgendeinem Boxstall seid, wo halt nicht die Möglichkeit besteht, dass ihr regelmäßig kämpft, dann müsst ihr, wenn ihr wirklich nach oben wollt, woanders hin oder woanders hinziehen oder was auch immer. Also es ist nun mal der Fakt, dass vielleicht 2-3% von den Leuten, die Profiboxer ganz oben sind, dass die eine Amateurlaufbahn haben und es gibt nur ganz wenige. Ich glaube, Arthur Abraham war einer davon, weil er halt wirklich eine Schlagkraft hatte. Wo gleich, wenn er einmal getroffen hat, gleich K.O. gegangen sind oder mal gestriffen oder was weiß ich, der ohne viele Amateurkämpfe es geschafft hat, Weltmeister zu werden, aber sonst ist das kaum der Fall. Wie gesagt, ich habe vielleicht 14 Amateurkämpfe gehabt, bei uns war es auch nicht immer möglich, so oft zu Wettkämpfen zu fahren und klingel hier und da mal rum, in Thai-Boxen erfolgreicher, aber in Boxen nicht ganz so erfolgreich, jedenfalls nicht ganz oben mitzuschwimmen. Und Dominik Bösel, der war damals auch bei den Veranstaltungen, wo ich war, hat gegen auch einen von meinen Kumpels gekämpft, damals als Kind. Und er hatte wohl 200 Amateurkämpfe und wo er jetzt steht, wisst ihr, Interimsweltmeister und so weiter. Also ist, und der Vater war Vater, er hat mit 7 angefangen. Und man kann das halt nicht erreichen, wenn man nicht kämpft und wenn man nicht früh anfängt. Man kann auch mit 13 anfangen oder was auch immer. Aber man braucht halt schon eine gewisse Zeit, um Kampferfahrung zu kriegen und um die Kämpfe zusammenzukriegen. So, die zweite Sache ist lockere Sparring. Also es ist sehr wichtig, wirklich piano locker die Sachen ausprobieren, die man nicht kann. Dann macht man, wenn man hart macht, macht man nur die Sachen, die man auch schon kann. Also bei mir war es auch so, wir haben uns immer nur gekloppt. Wir haben das nie verstanden, was der Trainer von uns wollte, dass wir mal locker und auf Technik achten sollen. Wir haben das nicht begriffen damals, gibt welche, begreifen schon ganz schön schnell. Aber bei mir war es immer so, dass ich Druck machen wollte und so weiter. Aber da wird man nicht schnell besser. Ich habe das dann gelernt, wo ich mit Kindern trainiert habe, mit denen Sparring gemacht habe. Wenn man locker macht, dass man dann einen erheblichen Schritt nach vorne macht und viel schneller besser wird. Und viel schneller wirklich. Ich hatte auch einen Nick Bandermann, der hat immer auf Konter gekämpft und wirklich locker gemacht. Und der ist deutscher Meister geworden schon ganz früh und ist ganz schnell sehr gut geworden und das ist wirklich eine Sache, wo es drauf ankommt, dass ihr, sage ich mal, 20% alle 2-3 Tage Sparring macht und was weiß ich, alle 1-2-3 Wochen mal richtig hart, aber sonst halt wirklich lockere Sparring wie antippen, wie so ein Antippspiel. So, die dritte Sache ist, ihr müsst euch wirklich einen Ort suchen, also einen Boxstall, wo die Besten trainieren, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt. Also ihr baut euch schneller auf, noch im Profibereich, wenn ein Amateur, der nicht ganz so gut ist, zum Profis kommt und gleich gegen die absoluten Granaten kämpft, dann wird er auch schneller besser. Nach 10, 20 Kämpfen ist er auch schon auf einem ganz anderen Level, als wenn er nur gegen Morium kämpft. Ja? So. Du musst dann halt wirklich, um gut zu sein, musst du mit den Besten trainieren, ist klar. Und die vierte Sache war, passt auf, es kommt gleich. Die vierte Sache war, der Trainer ist halt ganz wichtig, dass der genauso enthusiastisch ist wie ihr und dass er alles für den Sport gibt und alles für euch und wirklich immer, sage ich mal, das Wohl von den Kämpfern und von dem Sport in den Vordergrund stellt und sich zurückstellt und wirklich halt vielen Trainern die haben schon die sechste Ehe und so weiter und so fort, weil die halt 95% ihres Lebens im Training sind und bei Wettkämpfen. Das macht aber einen guten Trainer aus und da kann man weiter nach vorne gehen und da entwickelt man sich viel schneller. Und wenn das nicht der Fall ist und ihr einen Trainer habt, der noch nebenbei eine Security-Firma hat oder der einfach nicht mehr so
die Lust hat, regelmäßig zu kämpfen, zu fahren, dann wird aus euch auch nicht viel werden. Ja, so. Und wenn ihr zum Beispiel, es wird auch vielen immer eingeredet, sie sind die absoluten guten Heroes. Wenn die, was weiß ich, sagen wir mal, die sind ein halber Stall in irgendeinem Stall und sind die zwei Besten da von 50 oder 100 und denken und fahren nirgendwo hin zu Wettkämpfen groß und fahren nirgendwo hin zum Sparring groß und denken, sie sind die krassesten. Und dann fahren sie mal irgendwo hin zum Sparring oder zum Wettkampf und dann werden die da zerrissen. Ja, weil bloß Morüben in ihrem Stall sind und sie sind halt die absoluten Krassen und wissen aber das nicht, dass es noch andere Gute gibt. Also man muss schon überall sich vergleichen, überall hinfahren, Berlin, Ausland, überall kämpfen und überall trainieren, um zu gucken, wo stehe ich wirklich und auf welchem Leistungsniveau bin ich und um schneller besser zu werden. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Merkt euch das, wer Profi werden will, wer noch jung ist, das sind halt die Sachen, worauf es ankommt, sonst wird das nie was werden. Ja? Ich hoffe, ich konnte damit irgendjemandem weiterhelfen, weil mir hat das keiner gesagt. Und dann wäre ich heute schon ganz woanders. Und ja, ich bin erstmal raus. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann.